Die TV Mainfranken Fernsehfaschingsgala 2018 mit dem Besten aus dem mainfränkischen Fasching. Viel Spaß und hello! Wir brauchen ihn gar nicht, denn wir haben ja hier Gäste, die wirklich als Shootingstar gelten dürfen. Er ist seit 4 Jahren Büttenredner von der Schwarzen Elf. Und er ist jemand, der das wirklich trotz seines jugendlichen Alters ganz herausragend macht. Hier ist der Marco Breitenbach. Willkommen. Hallo Leute. Ach, es lief ja so viel schief. Und schuld war so ein Werbebrief, um Schüler-Schülerinnen für einen Tanzkurs zu gewinnen. Da habe ich erst mal laut gelacht und das ist nichts für mich gedacht. Ein Tanzkurs, toll, wie ich mich freue, wenn ich mal tanz, dann aus der Reihe. Bloß als die Mutter diesen Zettel sah, da rief sie ganz entzückt: Hurra, es wird Zeit, dass du das Tanzen lernst. Das war kein Witz. Die meint das ernst. Ach, sprach sie, war das früher nett? Als junges Mädchen im Ballett, da musste die Bewegung sitzen. Ich tanzte da auf Zehenspitzen. Kein Wunder, meinte ich da bloß, du bist doch nicht besonders groß. Doch das drang erst gar nicht an ihr Ohr. Ich schwärmte nur noch: Stell dir vor, wie du mal mit mir Walzer tanzt. Ab da bekam ich's mit der Angst. Vor allem, weil mein Vater gar auch keine Hilfe für mich war. Denn der entgegnete mir glatt: Wenn sie jetzt dich als Opfer hat, dann lässt sie nämlich mich in Ruhe mit dem Gehopse und Getue. Na toll, denk ich, und Mistverdammter, mein Vater tanzt nicht als Beamter. Die Mutter meint, es liegt daran, weil keine Band so langsam spielen kann. Und 1, 2, 3, was soll ich sagen, war ich zum Tanzkurs eingetragen. Das erzählte ich dann meinen Freunden, jedoch die lachten nur und meinten: Ein Tanzkurs ist ja sowas von öd und ich wäre ja auch ganz schön blöd. Ja, so hielten sie sich für die Größten. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. Auch für die Kumpels kam's noch bitter, die hatten nämlich selber Mütter. Und so waren sie dann 1, 2, 3 bei mir im Tanzkurs mit dabei. So ging's dann los zur ersten Stunde. 4 Jungs, wir blickten in die Runde und sahen uns dann dem Kaliber von 20 Mädchen gegenüber. Da hat der Wahnsinn wohl Methode. Da hat der Wahnsinn wohl Methode, das nenne ich mal eine Frauenquote. So hat für uns der Kurs gestartet, ich wusste nicht, was uns erwartet. Ich fand's hier anfangs noch ganz tipptopp, lernt man hier Breakdance oder Hip-Hop. Vermutlich wär's auch noch ganz toll mit einer Art von Rock'n'Roll. Doch nichts davon, was lernst du da? Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha. Doch diese Tänze unumwunden sind meist mit Anfassen verbunden. Gesellschaftstanz, wie man das nennt, das ist heute wohl das einzige Event, wo Anfassen noch mit dazugehört und keine da ist, die das stört. Bloß wird's bei manchen ziemlich knapp, die sind zu dürr, da rutschst du ab. Doch auch bei anderen wird's dumm, da kommst du mit dem Arm nicht rum. Und mit so einer Partnerin sollst du dann üben, sie über die Tanzfläche zu schieben. Das kostet Kraft, wenn man so spürt, wie ein Walzer dann zum Wälzer wird. Oh.
Tanzlehrer rief nur Encore und machte uns die Schritte vor. Doch ich kam immer durcheinander. Bei ihm wirkte das viel eleganter. Eins und zwei und Side und Kick. Zwei Schritt vor und drei zurück. Eins, zwei, Tipp, drei, vier, dreh, stopp. Dreh, zwei, Step nach vorn, zwei, top. Grundschritt rechts, Kick vor im Takt. Ab da hab ich's nicht mehr gepackt. Ja, bei so viel Schritt und Tritt, da kam ich einfach nicht mehr mit. Dass ich nicht besser tanzen kann, zwei Dinge hindern mich daran. Und die zwei Dinge, schöner Gruß, sind mein linker und mein rechter Fuß. Tanzen ist halt nicht mein Ding, wobei es den Kumpels ähnlich ging. Obwohl, einen Kumpel sah ich da. Ey, du tanzt ja sehr gut, cha-cha-cha. Spinnst du? Fragte der. Wieso? Ich muss nur dringend mal aufs Klo. Ja, es lief so gar nicht, wie es sollte. Zumal die Mutter ständig wissen wollte, welche Fortschritte ich mache. Das war ja keine leichte Sache. Bei Opas Geburtstag ist es dann passiert. Da war ein Alleinunterhalter engagiert. Prompt rief die Mutter frei heraus. Na prima, jetzt probieren wir es aus. So schob sie mich in aller Ruhe schnurstracks auf die Tanzfläche zu. Ich gebe nach und hoffe, ich kann's. Da spielt der Kerl den Ententanz. Für diesen Mist habe ich gefaucht, hätte ich den Tanzkurs nicht gebraucht. Wie doof stand ich in der Arena. Dann spielt der Depp noch Macarena. So ging's weiter mit den Stimmungsrunden. Rucki zucki war ich schnell verschwunden. Nun irgendwann auf jeden Fall kam dann doch der Abschlussball. Und mit ihm die Frage aller Fragen. Was soll der Junge da bloß tragen? Mein Vater sprach, das kostet alles schon genug. Er hat doch noch den Konfirmationsanzug. Den trug er ja nur einmal bloß. Ja, der war mir damals auch zu groß. Es hieß, da wächst der Bub noch rein. Und jetzt ist er mir viel zu klein. War schon der Anzug nicht bequem, gab's aber bald noch ein Problem. Denn jedes Mädchen hatte dann ein Abendkleid mit High Heels an. Ja, wo ich früher nur die Augen sah. Ha, jetzt plötzlich ganz was anderes da. Da soll man sich noch konzentrieren und seine Partnerinnen führen. Mein Vater sagte ganz gerührt, die Frau, die folgt, der Mann, der führt. Wie schön, das hat doch was Gewisses. Darauf sprach die Mutter nur, vergiss es. So habe ich mich abgestrampelt und bin beim Tanzen rumgehampelt. Wobei ich das beschreiben möchte. Es war okay, mehr schlecht als recht. Nur die Mädchen fragten ab und zu, also, ich tanz Foxtrott. Was tanzt du? Am Ende war ich ganz benommen und dachte, schlimmer kann's nicht kommen. Dann hieß es plötzlich Damenwahl. Und wer stürmte jetzt quer durch den Saal und schubste all die anderen Leute glücklich strahlend auf die Seite? Meine Mutter! Es tat ein Schnalzer und wir tanzten endlich Walzer. Ringsherum gab's zwar Gekicher, doch mein Erbe war mir sicher. Ja, meine Mutter war nun selig und so endete der Ball allmählich. Und das Gehopse ging vorbei, endlich war ich wieder frei.
So schnell muss ich in meinem ganzen Leben wohl nicht wieder tanzen. Erst am Hochzeitstag mit meiner Frau. Und das hat noch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Hello. Von der Schwarzen Elf aus Schweinfurt. Hello. Marco Breitenbach. Das brauchen wir richtig amtlich. Ein dreifach donnerndes Schweinfurt. Hello. Würzburg. Hello. Mainfranken. Hello. Also hier, Timing, alles wirklich Mimik, Dichterei. Ich bin total beeindruckt. Das ist hier unsere Faschingszukunft. Auf der Bühne von der Fernsehfaschingsgala von TV Mainfranken. Ist mir eingefallen, beim Thema Tanzen gerade eben. Riverdance, kennst du das? Riverdance kennen wir im Saal die meisten. Wissen Sie, wo es erfunden worden ist? Auf Faschingssitzungen vorm Damenklo. Sie wissen warum, ne? Also, nochmal zu drüber nachdenken, tanztechnisch. Jedenfalls, danke Marco, war ein großes Vergnügen. Mach weiter so. Unser Marco Breitenbach von der Schwarzen Elf.